6. Oktober 2020, 10 Uhr 0, Windows 7 Internetzeit. Spielen tue ich schon seit 6 Uhr 10. Gestartet tue ich den Stream jetzt auch 10 Uhr 0. Ich habe meinen Turm im Grunde genommen fertig gebaut. Muss jetzt erstmal ein Chatprogramm öffnen, was ich mal wieder vergessen habe. Das wird Jahre dauert, alles viel schneller. Ey. Das heißt, wer jetzt was geschrieben hat, muss ich jetzt nochmal machen. Erst auf meinen Test kann ich jetzt irgendwas lesen. Ihr seht, mein Turm ist im Grunde genommen nahezu fertig. Nur ob ich Watt produzieren kann, das weiß ich noch nicht. Der Bauch muss jetzt schon gigantisch sein. Ich habe 14 Rotoren à 20 Watt. Da irgendwie einen Schalterknopf dazwischen machen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich meine, solange die Solarzellen geht es ja noch, aber. Der reicht zwar nicht. Ups. Reicht aber Solarzellen. Das ist ja ätzend. Brauche ich stärkere Solarzellen oder mehr Solarzellen? Wie viel drehen sich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 drehen sich ja. Das eine hat auch kein Kabel. Heißt Idee gut, Umsetzung mau. Rechts drehen sich 1, 2, 3, 4, 5, 6 und da hinten einer 7. Eieiei. Thank you.
Leistung als 140 Watt kriege ich also nicht raus. Ja, 147 Watt. Und die Batterien schaffen 243 Watt. Das müssen sich deutlich mehr. Willst du mich verarschen? Die Batterien müssten deutlich mehr zum Laufen kriechen. Oh ja, guck mal. Reihe drehen sich hier nicht. Guck einer an, die Batterien, die machen's. Drei Stück drehen sich nicht. Junge friss und jemand hier am Sack. Die Batterie läuft langsam leer. Na, das ist doch bekloppt gemacht. Das läuft nicht gleichzeitig. Das heißt, dann machen wir das aus. Und die Batterie langsam sich wieder füllt. Hey, Cat, was geht? Schön, dass du auch mal wieder zu buchst. Schließe einen davon an, um Ereignisse anhand der Tageszeit auszulösen. Ich mache mich fertig für die Arbeit, wie kannst du sagen? Die Uhrzeit geht mir doch nicht arbeiten bei mir. Ich bin todmüde, weil ich meinen Schlafrhythmus nicht vorher lernen kriege. Oh, geht's mir scheiße. Es gibt elektrische Tresortüren.
Nee, das kannst du aber laut sagen. Lädt er die Batterie wieder? Bräuchte jetzt noch ein paar stärkere Batterien auf der Schnelle. Die Zeit recht angenehm. Noch lieber wäre mir aber jetzt schon anzufangen. Da hätte ich am Dreischluss. Okay. Spannend. Geht das wieder? Lade. Hier sieht man, wenn ich das ausschalte und das an, also reichen Batterien fast alle. Na, gute Nacht. Lass ich hier nur eine Handvoll drehen. Per Solar. So. Gehe ich gleich noch auf Autojagd, da muss ich noch meinen Schusskäfig bauen. Außerdem besteht meine Arbeit heute daraus, dass ich umsonst ins Kino gehe. Ach, die Arbeit ist das. Verstehe. Ja, das nenne ich gute Arbeit. Also du hast gute Jobs. Respekt, hätte ich auch gern. Warum hat das jetzt so runtergeballert? Ich freue mich schon. Ja, und ich freue mich, dass du dich freust. Mich ärgert das, dass du mich nicht mitnimmst und ich nicht auch hier dafür bekomme. Warum drehen die sich nicht? Das habe ich doch vor einer Sekunde erklärt. Als ich da oben stand. Das sind meine Solarzellen und das sind meine Batterien. Die schaffen nicht so viel Watt. Ich habe 14 Klingen, die jeweils 20 Watt brauchen. Rechne aus. Dann erkläre ich weiter. Wie viel Watt das sind. 14 Klingen, jede braucht 20 Watt. Rechne es mir bitte aus, sonst hole ich hier noch einen Taschenrechner heute raus, ja. Autsch! Das auch nicht. Das kannst du bestimmt auch machen. Du musst nur zu den Jugendlichen gehen und sagen, dass du deine Freizeit gerne mit Behinderten verbringen möchtest. Ich glaube, das wäre eines der letzten Dinge im Leben, die ich tun würde.
Stirb doch mal. Warum setzt er denn immer seitlich hin? Hast du mittlerweile ausgerechnet? Und dann musst du nur noch Glück haben, dass sie so cool sind wie mein Schützling. Ich spekuliere auch einfach darauf, dass du mir zu Weihnachten 50.000 Euro schenkst. Und dann passt das. Jetzt rechne ich es mal selber aus. Genau, alle Klingen zusammen brauchen 280 Watt. Meine Solarzellen bringen auch nur 147 Watt. Noch Fragen? Uah! Schwein gehabt. Keine Zeit, ich muss mich schminken. Ist deine Frage jetzt damit beantwortet? Und schminken muss man sich generell aus Prinzip schon nie. So. Yes. Naja, doch. Wenn ich da geschminkt auftauchen möchte, muss ich mich jetzt schminken, weil es sonst zu spät wird. Ja, dann taucht er halt nicht geschminkt auf. So einfach ist das. Das Leben kann so leicht sein. Aha. So. Noch ein Stockwerk höher. Wow. Mal drehen. So. Wie komme ich jetzt wieder weg? So, der Schusskäfig ist auch fertig. Ich brauche nur noch die Tresortür und wenn es geht eine andere Batterie. Hä? Warum sieht das jetzt abgehakt aus? Und hier wie ein perfekter Übergang. Ach so.
ich die längs habe und die quer. Mann, nur noch 20 Minuten. Ah. Na dann verdien mal Geld und sag mir, wie viel du verdient hast. Und die Hälfte kannst du ja dann spenden, da haben alle was davon. So, so läuft das hier. Dann gib und dir wird gegeben. So. Ich bin auch gut in dem, was ich tue. So funktioniert es. Seitlich dran packt. Was hält ab? Ja, kann man hinten auch.
Alles wegballern. Gut, als allererstes holen wir die Tür und die Waffen. Das heißt ja, als ob. Was waren das jetzt schon wieder bezogen? So. In die Türen und dann nehmen wir noch für den Rest des Tages ein paar Autos auseinander. Die Batteriebank ist wieder geladen. Ist also nicht das Ding. Du erzählst ja gar nichts. Doch. So. Ja. Diese Vögel haben eine Aggressivität an sich, das ist der Wahnsinn. Konzentriert. Okay, Waffen, Tresortür holen und dann noch mal zum Händler gucken. Vielleicht hat der ja noch ein paar teure Solarzellen. In 6 Stunden ist Blutnacht. 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 Das sind 6 Stunden, 6 Minuten, 36 Minuten ist Blutnacht. 36 Minuten ist Blutnacht. So. Was haben wir beides leer gefahren? Also Tresortier nehmen, Waffen nehmen. Wo ist die Reparatur? Ach, ich lasse es hier. So. Waffe. Waffe.
Noch für alle Fälle, nehmen wir ein paar Rohrkrempchen mit. Ja. Wird sicherlich eine sehr langweilige Blutnacht werden, wenn ich allein auf dem Server bin. Ich wünschte, du Ligi oder Delfine wird noch rechtzeitig wach werden. Wird aber nicht passieren. Genau, hier haben wir 250 mit zur Reparatur. Nehmen wir auch mal ein bisschen was mit zur Reparatur. Jedoch packen wir es in zum Dorot. Ja, also an Muni mangelt es mir nicht. Ich bin auch nur gerade so fertig geworden. Dann bist du mittlerweile fertig geschminkt. Bist schon unterwegs. The Bunny zu bacon. Oh. Kommst du Mami? Kommst du Mami? Immer weiter faszinierend, dass es noch Bücher gibt, die ich noch nicht habe. Ja, das sind natürlich Solarzellen, Junge. 41.000. 6er Solarzellen bietet das Aas. Jetzt bietet er sie mir an. Jetzt bietet er sie mir an, das Ass. Wenn ich hinten vorne gehört habe. Aber gut zu wissen, dass ich Schläge haben könnte. Komme ich nicht mehr aus dem Schuh raus. Ah. Wenn ich jetzt eine Marke in der Hand nehme, wird es billiger. So. Ah, 3000 weniger, 38.400. Kriege ich auch mit nichts zusammen. Ich wüsste nicht, was ich so wertvolles verkaufen könnte. Das Ding hier. Ja, eigentlich suche ich Batterien, Kollege. Junge, hat der viele Sechser. Na gut, wir suchen weiter Batterien. Oh. Spät haben wir das jetzt? Auch 30 Minuten. Ja, was wäre denn richtig wertvoll? Dass man den verkaufen könnte.
Das hier aber gar nicht. Steht ja das 2400 wert. Jetzt sind wir See dabei. Ohne Kette ist ein ganzen Tausender weniger wert. Kranker Scheiß. Nee, ich will das Ding behalten. Das Robotik-Ding brauche ich nicht. Davon ein paar weggeben soll. Geht immer ordentlich Kohle zusammen. Schrauben erstmal ein paar Autos auseinander. Was ist denn das? Riesiges. Schminkt, ja, hier noch Klamotten. Aber ich ziehe mal dieselben zwei Joggingteile an. Zeitaufwand. Eine Sekunde. Da kommen so eine Waschmaschine, da wasche ich es und dann ziehe ich schon noch dieselben zwei Teile an. So. Das Leben kann so leicht sein. Das war krass. Jetzt wenn ich nur 5000 gebe, dann war ich bei 34. Ich gucke mal schon, ob der mit der Hanna Batterie hat. So eine Solarzelle hat er noch. Bringt nichts. Na, guck mal schon mal. Wenn wir auch noch hier hinbekommen könnten. Muss ich auch schnarch, kann ja schnarch der Blutnacht machen.
Eine ziemlich harmlose Blutnacht. Das hatte ich klar, glaube ich, schon mal gesagt. Das wird richtig lahmweilig. Es wird lahmweilig. Oh, da waren 45 Schuss drin. Ein 7er Muni. Really crank. So, jetzt muss ich aber zur Blutnacht langsam. Schaffbar ist es. Und von dem Ding da aus dann direkt nach dem Norden fahren zum Bunker. Spannend, wie es hier aussieht.
So, wie spät haben wir es jetzt? 10:46 Uhr. Blutnacht beginnt in 6, 7, 8 Minuten. Noch vor 11 Uhr, nicht schlecht. Das ist, weil, wie ich mir dann noch angekündigt habe, die ganze Zeit im Spiel war. Auch nicht unbedingt spät, ne? Wie geil ist das denn? Hat mir selbst 6er Spitzhacke gefunden. Ich tausche nicht meine 5er. Fluchtmoped. So. Jetzt faul wäre, würde ich einfach in Likis Ding gehen. Jetzt müsste ich mich ducken. Nett. Also ich komme ja geduckt rein. So. Na ja, falls doch welche zu Licky laufen, mache ich mal das Ding hier ein. Muss ordentlich einen erwischt kriegen. Jetzt glaube ich, dass es so funktioniert. Auf jeden Fall voll zu sein. Das ist 1500 wert. 1200. So angezogen im Bus. Cool, dann kannst du dir das Blut nach dem Bus angucken. Denn die geht jetzt los in 6 Minuten. Ja, wie mache ich das jetzt am dümmsten? Haha, ich muss jetzt im Haus hoch und die Batterien einschalten. Whoop. Ja, von jetzt an sind es genau 6 Minuten. Haus mittlerweile im Beatschutzblock. Will ich denn? Tatsächlich ein Zombie. Muss die Solarbank aus und die Batterien anschalten. Dennoch ist es zutiefst ärgerlich, dass ich es nie geschafft habe, noch eine neue Batterie zu finden, weder beim Händler noch durch Autoabbau, damit ich mehr Batterien mehr ankriege. Ich hätte auf Benzin setzen sollen. Aber wir wollen ja für die Umwelt und so.
Bin die ganze Zeit kurz davor, auf Englisch zu schreiben, weil ich das von Twitch so gewohnt bin, wie so von Twitch. Wieso etwa? Du wirst doch nicht etwa noch andere Kanäle als meinen gucken. Und wenn sie reden, die dann und sprechen die dann auch Englisch und schreiben da Englisch. Was sagst du eigentlich zu meinem Turm? Drei Tage Arbeit stecken da drin. Selbstverständlich gucke ich nur deinen, na siehst du. Ja, verstehe ich nicht, wie du sonst im Englisch schreiben musst. Und was dieses sonst dann ist. Das Problem ist, dass die Batterien ganz schön schnell leer laufen. Und wenn die Batterie leer sind, Gnade mir Gott. Sieht gut aus. Fantastisch, ne? Drei richtig lange Arbeits- und Streamtage, also komplett ohne zu schlafen, ohne was anderes zu machen, bis auf mein Mittagessen. 3 Tage Arbeit, also 30 Stunden locker. 30 Stunden, 3 Tage stecken da drin in diesem Ding. Und wenn ich die Batterien anzahle, schalte ich je noch ein paar mehr Dinger los, aber eben nicht alle. Aber die Batterien sind halt begrenzt. Deswegen kann ich die auch schon eine halbe Stunde vor Blutnacht einschalten. Du arbeitest freiwillig, ja, den Turm hier natürlich. Das Videospielen, das ist harte Arbeit, geht. Wer ist das nicht? Ja. Einschalten. Wenn das hier aus, ich das hier ausschalte, drehen sich alle. Wieso? Drehen sich einige mehr. Und zwei drehen sich nicht. Jetzt drehen sich wieder mehrere nicht. Dafür laufen die Batterien nicht leer. Upp. Ich muss irgendwie machen, dass da noch. Also hier drehen sich so 5, 6, 7 nicht. Wenn ich die Batterie anmache, drehen sich nur 2 nicht. Von 14. Die laufen immer noch mit Solar, weil es so hell ist. Restlich dort. Warum habe ich die eigentlich so rumgedreht? Die sehen andersrum doch viel stylischer aus. Egal. So, im letzten Bus. Nein, doch. Oh. Wenn ich noch eine zweite Solarbank hinsetzen würde. Also eines Trainer. Ich muss jetzt noch bis 21:30 Uhr warten. Bis dahin kann man schon mal alle Waffen durchladen, alles durchreparieren. So. Geladen. 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 Nicht geladen. 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 Ich kann mich verdeitschen bei der Blutnacht. Andere können das nicht. Und dann gleich mit dem Taxi zum Kino und dann mit dem Taxi zurück. Echt? Ohne deine Begleiterin? Triffst du die erst am Kino oder wie funktioniert das? Unterwegs bist, worauf siehst du mich eigentlich? Auf Handy oder auf Tablet? Oder wie funktioniert das bei dir? Selbstverständlich mit. Ah. Ah, okay. Also ist sie jetzt gerade bei dir oder wie? Faszinierend. Jetzt gerade auf dem Handy, okay. Ich kann mir gar nicht vorstellen, mein Gesicht auf dem Handy, wie das aussehen soll. Ein YouTube-Bildschirm. Da rede ich. Nein, wäre sie bei dir, würde ich nicht mit ihr reden. Als wäre sie bei dir. Bei dir. Also triffst du sie erst im Kino, wenn ich das richtig verstanden habe.
Bei ihr zu Hause. Ach so. Verstehe. Danach jetzt mit dem Taxi weiter, oder wie? Ach ja. Und da ist näher das Taxi. Ja, ich bin klug. Ich bin richtig schlau, ich weiß alles. So. Das ist eingeschalten. Bis ich die Kabel verlegt hatte, schon Zeitfeiern ohne Ende. Muss mein Turm noch anmalen. Ich weiß auch nicht ganz, in welcher Farbe. Oh. 21:30 Uhr gehe ich dann. Na, mal gucken. Wie lange die Batterien durchhalten. Also sie könnte, aber sicherer ist es, wenn ich dabei bin. Okay, also sie könnte auch alleine rein. Ich lasse sie doch nicht rein. Verstehe. Verstehe. Ja. Ach, ich warte bis 21:45 Uhr. Jede Sekunde Batterie sparen, weil ich nicht weiß, ob die die ganze Nacht durchhalten. Gut, nach die 4 Stunden. Sind zwar 6 Batterien drin, aber man weiß es nicht, ne? Ist bei einem Sechser drin, die dürfen ja so weiter halten. Wobei, das hat was mit der Wattzahl zu tun. Auf 243 Watt komme ich. Und 280 bräuchte ich. Ergo, mir fehlen 37 verschissene Watt. Es kotzt, es kotzt, es kotzt. Wer schuld, du? Oh Mann, du brauchst mehr Solaranlagen und Batterien. Ich brauche stärkere Batterien. Mehr Sechser. Habe ich auch alle durch einen Unfall verloren, weil die das letzte Mal meinen Turm eingerissen haben. Ich habe nur 3 Dreier, 2 Vierer und eine Sechser. Die Batterien würden rein, aber die Solarzellen, die sind richtig schwach. Da habe ich nämlich nur 3 Dreier und 3 Fünfer. Auch da wären 6 Sechser besser. Und ihr hattet aktuell 6er im Angebot, aber ich habe kein Geld, sie mir zu kaufen. Also werde ich nach der Blutnacht noch ein paar Autos auseinanderschrauben. Ach, sein zu 100% sicherer Turm hat nicht überlebt. Der ist mir, Oliki und Delfino um die Ohren geflohen. Das ist jetzt ein Denkmal. Das Ding habe ich dann komplett repariert, die ganzen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen abgebaut und dann habe ich Weltkulturerbe, Denkmal der gefallenen Krieger, dran geschrieben. Habe ich schon mehrfach im Stream gezeigt, kann ich jetzt aber nicht. Könnte ich dir auch schon nach der Blutnacht zeigen, aber sitzt du wahrscheinlich schon im Kino. Die Blutnacht geht 24 Minuten und sie fängt in 2 Minuten an. Gut, dann schalten wir jetzt die Solarzellen aus und lassen die Batterien die Arbeit übernehmen. Wir haben dich doch die ganze Zeit gewarnt. Nee, ja. Hier habe ich auch nicht auf Delfino gehört. Hier mache ich auch mein eigenes Ding. Aber wenigstens habe ich den Stahl verstärkt. Eine Socke ist noch mit Erde gefüllt. Da durften die nicht ganz so schnell. Okay, wir schalten jetzt die Solarzellen aus. Ja, jetzt drehen sich deutlich mehr. Zwei ja nicht. Und auch dafür, dass ich zum ersten Mal was mit Strom mache. Aber kann es sein, dass sich immer andere nicht drehen? Oh Mann, Dödel. Was denn? Ich spiele das Spiel seit 1400 Stunden, ich habe Ahnung. So. Und zu die Klappe. Boom. Und zu die Klappe. Bumm. Und an einen Anschlag. Und es kann losgehen. Offensichtlich weniger als die Jungs. Die sind nur übervorsichtig. Und bei dem Schwierigkeitsgrad würde ich halt nicht übervorsichtig sein.
Man könnte auch sagen, sie sind abgrundtief feige. Ich mag es ein bisschen riskant, wenn es so ein bisschen Würze drin ist, wenn die Zombies wenigstens Chancen haben. Wusste mal, dass sie auch nicht an die Tür rankommen, weil die Tür 3 unter Luft steht. Jetzt kommt, jetzt los. Huhuhuhu. Zum ersten Mal, meinen neuen Turm, und leider bist nur du dabei, es ist zum Kotzen. Wenn Uliki sich das nachträglich anschaut, und das wird er. Oh, hörst du? Diese Sens zu hören, die Zombies. Sens, Sens, Sens. Wie sie immer versuchen, nach draußen sich zu kloppen. Gibt es automatische Schussanlagen? Nein. Also, die gibt es im Spiel, ja, aber ich habe sowas nicht. Da habe ich mich noch nicht mit reingefuchst. Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt mit Technik arbeite. Wenn ich mit diesen Sensen da arbeite. Herrlich, wie Vögel geschützt bin in dem Käfig. Genau deswegen habe ich den Käfig gebaut. Nur ein Bomber darf nicht kommen. Junge, die Vögel sind auch aggressiv. Musst du zulegen, ganz viele, ja. Das Problem ist, man kriegt keine XP, wenn man sie von der Technik umbringen lässt. Man kann auch Elektrozäune verlegen, damit sie eine erwischt kriechen und gelähmt werden. Kriegen die ganze Zeit Elektroschocks und leuchten blau. Also das hat Uliki da drüben zum Beispiel bei sich. Ich habe seine Elektrozäune an, aber da müssen sie auch da reinlaufen. Wenn die Treppe runterlaufen, kriegen sie eine erwischt. Und das Sensgeräusch. Und die metzen da sich aber auch einen ab an den Zombies. Guck, wie die Sensen da unten sensen. Nein, nicht explodieren! Fuck! Fuck! Das hat mich gerade 2 Sensen gekostet! Und die brauchen Unmengen an Rohstoffen. Zwei Sensen, fuck! Nächste Vorrat, der versucht hier. Die waren nicht bewusst, dass sie explodieren. Doch, aber ich versuche die so zu treffen, dass sie nicht explodieren. Aber die machen denn schon was her, die Sensen.
Schon ständige Blutnacht mit meinem Level. Bisschen viele Grüne, aber jetzt drehen sich zumindest alle. Ja, das stimmt, weil jetzt sie noch Strom haben, ne? Da hast du natürlich recht. Jetzt habe ich genug Strom. Du bist ein Witzvoll, ey. Du hast einen Humor. Ach ja. Wieso nicht greifen die ganze Zeit mein Stromkabel nicht an? Das habe ich nicht so kontrolliert. Außenringmauer zu reparieren wird nervig. So, wenn Oliki hier dabei wäre, oh, dann wären hier eine, da wären richtig viele Zombies. Aber dass keine Spucker dabei sind. Weder die Vögel spucken von oben noch von unten kommen dicke Spucker, die ja mein Gitter angreifen können. Das heißt, ich bin ja sehr, sehr geschützt. Wie sieht das hier hinten aus? Ach, einer hat da mindere Essenz. Ne? 31 trotzdem nicht. Lol. Glück. Glück. Können. Ja, ich sag's immer wieder. Also endlich den Schwierigkeitsgrad hochdrehen. Nur aufgrund jeder Menge feiger Leute ist der Schwierigkeitsgrad so niedrig eingestellt auf dem Server. Ich finde ja den stärksten, der stärksten, der stärksten Schwierigkeitsgrad schon zu schwach. Ach, ist das Ding auch noch kaputt. Lieber Vogel, lass das mal sein. Vor allem das Dach ist drei Reihen dick. Die Vögel können so viel kotzen, wie sie wollen. Das Dach stürzt nicht mehr. Ich habe die ganze Zeit Panik, dass ich im falschen Bus sitze. Ja, das kenne ich. Ich sehe meine Haltestelle jetzt in der Anzeige ganz oben. Super. Vielleicht sollte ich den Außenring auch noch aus Stahl machen. Bräuchte ich auch 2000 Barren. Dann hätten sie es echt schwer. Schon wieder Vogel. Käfig, Kollege, Käfig. Heißt, ich bin in so 4 Minuten weg. Das geht nicht, da verpasst du die ganze Blutnacht. Geht nämlich noch 6 bis 10 Minuten. Auch wenn Uliki das sehen könnte. Die Metzen sind so geil. Ich muss arbeiten. Ja, ich auch, wie du siehst.
Ich arbeite sehr hart und sehr schwer für mein Geld. Sehr schwer für mein Geld. Also nächste Bombe. Versucht die ganze Zeit im Rücken zu treffen. Sie kann auszeiten, deine Jambra. Hab ich mal geschrieben. Ja, er ist nie da, ne? Wenn's heiß wird, das Projekt. Sag, Bruder Jens, präzise Uhrzeiten hat, wenn ich streamen würde. Und ich habe schon eine Stunde vor der Blutnacht angefangen. Und entgegen Delfinos Befürchtungen graben die sich nicht bei mir unten rein. Delfino schon gesagt. Vielleicht machen Delfinchen Zombies das. Ah, die haben es halt bei meiner Feuerwehr gemacht. Und bei Delfinen ist öfters mal, ja. Aber nein, wenn du so einen Graben hast, das weiß ich aus der Vergangenheit, weil ich nur solche Türme baue, gehen die nicht nach innen, sondern nach außen. Nämlich dann, wenn du da Leitern hinpackst und sie gar keine andere Wahl haben. Keine Tür, nichts. Da gehen die ja nicht auf den Sockel. Das darf Delfino noch lernen. Eine professionelle Turmerfahrung. So beleidigender finde ich, wenn sie dann doch auf den Rahmen gehen. Oh, jetzt kommt Sputter. Das kann gefährlich werden. Das ist jetzt gefährlich. Können Zombies Leiter klettern? Die können alles. Die können nach unten graben. Leiter klettern. Mittlerweile können sie schwimmen. Die machen die Zombies immer fähiger und mächtiger. Aber jetzt kommen diese Spucker, die gefährlichen. Von denen ich sprach, die ganz widerliche Substanz absondern. Die Idioten graben sich da echt in die Erde rein. Um von mir wegzukommen. Früher konnten sie nicht nach unten graben. Konntest du im Bunker bauen und seine Ruhe. Dann haben die Programmierer gemacht, dass sie nach unten graben. Früher konnten sie keine Schrägen laufen. Jetzt haben die Programmierer gemacht, dass sie Schrägen hochlaufen können. Früher konnten sie nicht schwimmen. Jetzt haben die Programmierer gemacht, dass sie schwimmen können. Das heißt, die Zombies können nahezu alles. Nur noch nicht mit dem Hubschrauber fliegen. Dadurch kannst du auch verarschen. Dadurch ergeben sich dann wieder neue Verarschungsmöglichkeiten. Ich habe versehentlich hohe Schuhe angezogen. Oh oh. Das könnte jetzt ein ungemütlicher Tag werden, dann, oder?
Gott, ich bin sprachlos. Wie und chancenlos die Zombies sind. Dass meine Klingen sich immer noch drehen. Dass die Zombies hier nicht gezielt auf Klingen. Oh, keine Muni mehr. Jetzt habe ich noch 5000 Schmagnum-Schuss. Warum wirft denn der nicht? Oh! Ja, ich muss weg. Ich war spät dran und meine Katzen haben auf die Schuhe gepinkelt, die ich anziehen wollte. Okay, spannend. Ach ja, das war mal eine schöne Gutnacht. Nein, ich bin nicht tot, ich bin ausgelockt. Ich bin noch nicht einmal gestorben. Könnte auch jetzt passieren. Wenn ich so dumm bin, mich wieder einzulocken. Aber, und das ist das Geniale, wenn ich nur allein auf dem Server bin. Ich sterbe noch nie im Spiel. Seit Monaten nicht mal gestorben im Spiel. Wenn ich jetzt mich jetzt wieder einlocke, müssten sie alle weg sein. Dann habe ich eine Minute Zeit oder eine halbe Minute Zeit. Mich zu schützen. Wegzurennen. In Ulikis sicheren Schutzbau, wie geplant für den Fall der Fälle. Aber das ist nicht so schön. Das Problem ist, es rockt, bis du überhaupt mal loslaufen kannst mit der Figur. Kannst du die Blutnacht auch in einem Bunker abwarten? Nein, jetzt nicht mehr. Das habe ich doch gerade erklärt. Rede ich Spanisch? Ich habe gerade alles erklärt. Früher konntest du es, dann haben die Programmierer gemacht, dass die Zombies nach unten buddeln können. Schrägen konntest du früher bauen, die sie nicht hochlaufen können. Dann haben die Programmierer gemacht, dass die Schrägen doch hochlaufen können. Und dann zum Schluss haben die Programmierer noch gemacht, dass sie schwimmen können. Dass du überhaupt nicht mehr schützen kannst. Ja, siehst du, bis das Spiel mal. Renn! Renn mit all deiner Macht, so schnell du kannst. Zu! Oh, wie macht man Dinger zu? Jetzt kriegen sie alle eingewischt. Ist jetzt der Linken, der gerade erwischt. Das Problem ist, hier bin ich sicher. Oh. Wie ängstlich du bist. Nee, natürlich. Ich will meinen Rekord nicht. Ich bin noch null Mal gestorben und das seit 176 Tagen. Und jeder Tag hier 2 Stunden. Das Problem ist, dass ich die Brückenklappe nicht rummachen konnte, wenn die jetzt hier zur Tür kommen. Auch das wird mir Ulicki verzeihen. Was diese Schrotschüsse? Das ist Ulickis automatische Schussanlage hier oben. Ich bin jetzt im Haus, wünsche dir noch viel Spaß, den werde ich haben. Guck dich das an, die Elektroschocks da, zu geil. Ja, nichts könnt ihr, hä? 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 Wolltet mir was, hä? Ihr wolltet mir was, hä? Ihr Noobs!
Ja, nein! Ja, nein, ihr könnt mir ja nicht! Weder mein Turm noch den hier! Du bist der Noob, nö. Das sind doch Nullen, gucke! Die können meinen Turm nicht, die können den Turm nicht. Ja, Nullen! Streck doch mal ein bisschen an, ja, Nullen! Mit deinem Turm können sie auch gar nichts. Nee, meinen Turm können sie nicht. Aber mir, wenn ich runterfalle. Siehst du, die werden so schön gelähmt durch die Elektroschocks. Dann können wir drauf schießen. Ich habe noch 5000 Schuss für den Revolver. Da haben sie es hinter sich. Gut, dass ich die Dinger angeschalten habe. Diese automatische Schussanlage von Licky ist geil. Ja, Nullen! Nicht könnt ihr! Genau deswegen habe ich mir übrigens diese Nachbarschaft ausgesucht. Hier ist man gut geschützt. Fahre mal, fahr runter. Nur wie sie sich alle drehen bei Magnum. Ja, nein! Drängt euch an! Müht euch ein bisschen. Könntet wenigstens so tun, als hättet ihr irgendwas gegen mich auszuführen. Klonarmee kommt da. Kann mich echt durchs Gitter gerade hauen, der Typ. Und die Schussanlage ist sehr effizient. So, und jetzt habt ihr das Rennen verlernt. Jetzt mache ich Hacker aus euch. Ja, Nullen. Ihr wüsstet, wie ihr mir nichts könnt, ihr würdet da und nach flennen.
Null! Du Null! Du Null! Du Null! Du Null! Du Null! Du Null! Wolltet ihr mich umbringen der Blutnacht, ja? Wollt ihr meine Serie kaputt machen, dass ich nicht sterb, ihr Arschlöcher? Vergisset! Ihr seid alles Nullen! Nicht, könnt ihr! Ja, nicht! Lasst euch in Reihe und Glied erschießen, ihr Nullen! Ja. Gott, seid ihr chancenlos! Du bist dick! So. Jetzt hör mal, du Arsch! Die Stromdinger sind geil. Ach ja. Schalten. Ah, die Selbstschussanlage da oben ist geil. So einen muss ich auch mein eigen nennen. Zwei Klingen drehen sich nicht mehr, warum nicht? Komisch. Ja, das habe ich mir alles verdient. Ah, die drehen sich also. Ach, starten wir wissen. Ich das an, wie unfassbar schwach diese Zombies sind. Nicht mal mit so einem explodierenden Arschloch haben sie es geschafft, auch nur die allererste Schicht zu killen. Auch nur eines einzelnen Steines. Alles neu.
Mal gucken. Wow, 3 Batterien sind leer. Wenn ich jetzt einschalte, müssen sich doch alle drehen, oder? Nee, warum drehen sich manche nicht? Ja doch, wenn sich alle bis auf einen drehen, dann halt schon wieder hin. Hier vorher glaube ich 3 nicht gedreht. Ja, alle bis auf einen einzeln drehen sich. Scheiße. Oh, haben hier noch Energie da. Zu geil. Stimmt, ich vergaß ja, dass mir vom Prinzip her die Blutnacht ja auch Geld bringt. Schwerter Mod Kette. Magnum hat es dann schon erwischt. So. Wahnsinn, 4 Batterien hat es leer gelutscht. Also bei den 3er Batterien kann man ungefähr sagen, pro Stunde eine Batterie. Vielleicht geht das ja alle Batterien, nur dass wir halt dann noch mehr Watt haben. Sonst können die wieder in Ruhe laden. So. Jetzt brauche ich mein Motorrad. Wie hier Stahl da reinpacken kann.
Ansonsten verwende das nämlich wieder für Zwecke, für die es nicht verwenden soll.
Dass ich die Außenring noch verkleide, muss ich nie wieder Löcher stoppen. Da passiert bei Stahl echt nicht viel. Jetzt kann man es aufheben. Dachin, dass das irgendwie gefunden nicht. Ach, bestimmt welchen Videoschutzblock. Das hätte ich nicht gedacht. Was jetzt haben wir so dermaßen chancenlos sind. Hardcore Heavy. Das Dach ist bestimmt noch angeritzt. Ja, die blöden, blöden Spucker. Nein, nicht auf.
Ja, selbst in 100 Minuten echt würden die nicht durch diese Decke kommen. Liebe Zuschauerbots und Zuschauerbotinnen, was halt noch sein könnte, ist, dass ein paar Außenwände angespuckt wurden und ich da jetzt nicht rankomme, die zu reparieren. So, haben wir noch etwas. Das ist ein Wunder noch nicht. Tja, darum dürfte nun wohl als repariert gelten.
Ah, ich sag, wenn die erstmal Stahl sind, dann sind die eigentlich nicht nur unüberrückbar. So, Leute. Ich glaube, ich beende den Stream, bevor ich während des Streams einschlafe. Diesmal, ich glatt jemanden zum Hosten. Ich sag Tschüss, bis demnächst.